gerade, aber ein Pferd hätte nichts gebracht. Wir hätten ja erst, nachdem wir runtergerutscht sind, wirklich das Pferd effektiv nutzen können. Naja. Jetzt ist es sowieso zu spät. Merkwürdiger Baum. Wie kann ich euch denn weiterhelfen? Ich hoffe, ihr habt was zu erzählen. Wen haben wir denn da? Kassandra von den Agiaden, die Adlerfrau, Botin des Zeus. Sie, die tausend Herzen höher schlagen ließ. Alcibiades. Man kennt mich unter vielen Namen, aber den letzten hast du dir wohl selbst erdacht. Mein junger Freund Orchimedes hier braucht deine legendären Talente, um seine Angebetete für sich zu gewinnen. Ich wäre dir auf ewig dankbar. Oh. Ich wüsste gern mehr über den Mann, der meine Hilfe braucht. Ich bin Orchimedes. Ich habe Alcibiades aufgesucht, weil er mit seinen Liebschaften angab und Praxilla kennt. Das ist... Ich bin Söldnerin, keine Liebhaberin. Unsinn. Sie bewies ihre Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer, als sie Roxana aufs Kreuz legte. Hä? Worum geht es hier? Hast du je von Praxilla gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Wer ist sie? Wer sie ist? Eine Poetin, von Apollon selbst gesegnet. Sie redet von den Göttern wie von Geliebten. Die Lyra wird in ihren Händen zur Waffe. Sie weiß sie geschickt zu nutzen. Ich will sie treffen, aber mit solch einer Göttin zu sprechen, macht mir Angst. Ach, Unsinn. Für gewöhnlich gibt man den Damen Blumen und schon zeigen sie ihre Knospen. Dies aber ist Praxilla. Sie ist nicht leicht zu beeindrucken. Ich verstehe. Gewöhnliche Blumen reichen nicht. Sie müssen einer Göttin würdig sein. Ich komme jedes Jahr für das Lyrikfest an diese Küste. Von allen Blumen versprüht keine einen schöneren Duft als die korallene Rose. Bring ihm ein paar davon und alle Türen und Schöße stehen dir offen. Ich bringe dir deine Blumen. Wo finde ich korallene Rosen? Sie klingen selten. Das mag stimmen, doch wie für alle guten Dinge im Leben musst du dich mehr anstrengen, als die meisten zu tun bereit wären. Sie wachsen auf einem Berg in der Nähe. Wenn ich die Blumen habe, wohin soll ich sie bringen? Zurück zum Lager. Praxilla sollte in ihrem Zelt sein. Du erwähntest ein Lyrikfest, das du hier besuchst? Richtig. Es ist eines der vielen Feste für Apollon. Doch dieses liegt mir neben einigen anderen besonders am Herzen. Auf den meisten Festen ist es so voll. Hier huldigen wir wie Menaden. Ich habe genug gehört. Bitte, wenn du so gut mit Schwert und Herz umgehen kannst, wie Alcibiades sagt, musst du mir eine korallene Rose bringen. Ich als Dichter bleibe besser im Lager und du wanderst los. Du wärst ein leichter Fang für Wölfe und Bären. Ich bringe dir die Rosen. Nee, aber nur weil ich auf den Berg gehe, muss es doch nicht gleich heißen, dass... Oh, 200 Meter ist wirklich in der Nähe. Es ist ja nicht gleich, dass da Bären und Wölfe oben sind. Also wenn ich da keine Bären oder Wölfe sehe, bin ich sehr enttäuscht von dem Dichter. Wenn ich da welche sehe, dann ist es irgendwie das auch geblieben ist. Beziehungsweise er muss ja dann hier auch hochklettern, allein das würde er wahrscheinlich schon nicht schaffen. Aber ich könnte auch wetten, dass es einen leichteren Weg gäbe, hier hochzukommen. Wenn man außen rum oder so geht. Ja, gibt's auch, es gibt auf jeden Fall einen leichten Weg. Schauen. Ah, okay. Wir sind eine Menge Wölfe. Das müssen die korallenen Rosen sein. Jetzt will ich mir aber mal kurz angucken. Kann ich? Wie kann ich ranzoomen? So. Oh. Ja, wo ist er denn?
genauso. Da. Sieht sehr, ja, wie soll ich sagen, unspektakulär aus. Naja. Weiß ich. Rosen, die auf dem Berg wachsen sollen, in irgendeiner Form schon ein bisschen besonderer sein. Besonderes Zeichen. Naja. Naja. Soll mir egal sein. Aber ja, das war jetzt mit Sicherheit nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Da kommt mit Sicherheit noch irgendwas. So, du Waschlappen. Hier hast du deine Rosen. Speicherbildschirm. Ich habe die korallenen Rosen. Du bist zurück. Das ist wunderbar. Die Rosen sind perfekt. Oh, dieser Glanz, der Duft. Nun musst du sie ihr nur noch bringen. Wow. Hey, du kannst doch, um Praxilla zu sehen. Du hast mich nicht bezahlt, um Praxilla Blumen zu geben. Du kamst den ganzen Weg, um sie zu sehen. Überreich du sie ihr. Bitte, ich bin zu nervös, um mit ihr zu sprechen. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Komm, ich bringe es dir bei. Wow. Ich sage kein verdammtes Gedicht auf. Das ist deine Aufgabe. Dann muss ich üben. Überbringst du zumindest die Blumen, bevor sie verwelken? Gut, aber mehr mache ich wirklich nicht. Na, das ist ihr Zelt. Genau da. Überreiche sie ihr. Mach schon. Praxilla, ich habe Blumen für dich von Archimedes, von irgendwoher. Sagte ich nicht, dass du Wein holen sollst? Kassandra von den Agiaten. Dürfte ich dir meine liebe Freundin vorstellen? Praxilla, Apollons Muse und Meisterin der goldenen Saiten. Du bist Praxilla? Du hast wohl keine gealterte Sängerin erwartet, was, Söldling? Es wäre dumm von mir anzunehmen, eine Meisterin deines Fachs wäre jung. Praxilla, das ist Kassandra von den Agiaten, die Adlerfrau, Botin des Zeus, die tausend Herzen höher. Kassandra K.K. kann Steine werfen und Lichtstrahlen geben, lässt Frauen wie Männer das Leben, verzauberte Damen und Herren an ihre Seite streben. Ah. Eine Meisterin. Und diese Schultern. Eine Soldatin. Eine Spartiatin. Ein Dorn im Fleisch des Tyrannen. Sie, die Poseidon selbst herausfordert. Alcibiades, die behalte ich im Auge. Die Gedichte, die sie über mich schreibt, sind selten so gütig. Ich bringe dir Blumen. Sie sind nicht von mir. Sie sind von Archimedes. Er steht gleich dort... Zumindest stand er dort. Eine korallene Rose? Meine Dienerin wird sie mit auf den Haufen legen. Sie ist ein Geschenk. Sei etwas dankbarer. Wo ist diese verdammte Dienerin? Sie hat wirklich nur Juwelen im Kopf. Nur leider nicht meine Juwelen. Achaikos ist weg. Die Närrin muss mit ihr davongelaufen sein. Achaikos? Achaikos ist Praxillas legendäre Lyra. Ich stellte sie nach dem Stimmen auf den Boden, kurz bevor ihr hier eintraft. Ohne sie kann ich nicht auftreten. Archimedes schien auf jeden Fall in Eile zu sein. Wir müssen die Lyra zurückholen. Bitte, ohne Praxilla, die das Blut der Teilnehmer in Wallung bringt, ist dieses Fest nicht mehr als ein Versvergleich unter jungen Männern. Was ist an der Lyra so besonders? Kannst du nicht auf einer anderen spielen? Perseus wäre ohne geflügelte Sandalen oder spiegelnden Schild einfach nur ein Mann gewesen. Wäre er heute eine Legende, solch ein Held, wenn er keine legendäre Waffe gehabt hätte? Sie sind kostbar, was ihren Wert in Drachmen als auch ihre Bedeutsamkeit angeht.
Alter, was ist denn mit der Tonlage los? Der eine ist laut, der andere wieder leise und wieder laut. Archimedes und die Dienerin verschwanden beide zur selben Zeit wie die Lyra. Vielleicht arbeiten sie zusammen? Ach, dabei machte er so einen netten Jetzt ist er wieder leiser. Alcibiades brachte eine Viper in mein Zelt. Wohin könnten sie sie gebracht haben? Das ist ein Lyrikfest. Nirgendwo lässt sich dubioser Handel leichter betreiben. Alles klar. Ich finde den Dieb und bringe dir deine Lyra. Na, dann wird's ja doch noch interessant. Lira, 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 di, di, du, du. Also ein Gebiet. Ja, das sind Ruhe. Schön zu wissen. Da sind Gegner. Schön zu wissen. Ich besuche das Lager, um Informationen zu holen. Okay. Aber es wird doch nicht das Lager sein, oder? Ich. Also. Hallöchen. Hier unten haben sie rumgeeiert. Aber hier ist nichts. Das ist auch schon mal schön. Ja, hier Lager. Schön. Vielleicht muss ich mit dem Krieg. Ich suche eine vermisste Lyra. Tun wir das nicht alle? Ach ja? Wow. Du bist echt eine große Hilfe. Kommt jetzt jedes Mal so ein langer. Praxillas Lyra ist verschwunden. Hast du sie gesehen? Praxillas Lyra ist weg? Wie furchtbar. Erst erscheint Euripides nicht und nun das. Croesus ist nicht mehr das, was es einmal war. Ah. Ja, komm. Der sieht so aus, als hätte er nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit den Leuten in den Arsch zu starren. Kennst du einen Mann namens Archimedes? Archimedes. Das ist doch der Kerl, der immer bei den Vipern herumlungert. Ja, ich kenne ihn. Er besucht das Fest seit 3 oder 4 Jahren. Die Vipern? Wer sind die Vipern? Menschen, die sich selbst geringschätzen, rotten sich als Bande zusammen, damit sich die anderen klein fühlen. Sie haben vor einer Weile den Tempel der Athena Itonia übernommen. Ja. Nun wird einem dort ständig ein Messer an den Hals gehalten. Glaubst du, Archimedes brachte die Lyra vielleicht dorthin? Ich hoffe nicht. Um seinetwillen. Die Vipern sind gefährlich. Wenn er die Lyra bei sich hatte, haben sie sie ihm sicher unsanft abgenommen. So einen wie ihn halten die sich gerne zum Vergnügen, wenn du verstehst. Oh, ich verstehe. Okay. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du findest die Lyra. Nimm dich beim Tempel der Athena Itonia vor den Vipern in Acht. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das. Wieso ist das Pferd zu weit hin? Wieso kommt es nicht näher? Ah, jetzt. Ich höre es. Nee, war das andere Pferd. Her! Auf und davon. Aber ich hatte recht mit dem Typen. Er wusste, wo es hingeht. Schön. Ich sehe keinen Tempel. Da ist der Tempel. Aber wo ist sie denn? Ist das nicht? So hilf mir doch jemand, bitte! Du bist die Dienerin, die zur selben Zeit verschwand wie Praxillas Lyra. Ich kann alles erklären. Archimedes hat mich dazu überredet. Mit den Drachmen wollte er meine Freiheit erkaufen. Wir wollten weglaufen. Die Lyra wollte er zu den Vipern bringen. Ich sagte nein. Die Vipern sagten ja. Archimedes und die Lyra sind also in der Hand der Vipern. Geh du zurück zu Praxilla und entschuldige dich bei ihr, wenn du wirklich Hilfe willst. Blöde Kuh.
jetzt gehen wir zu den... Ja, natürlich. Jetzt gehen wir wirklich zu den Tempel. Rotten die Bande da aus. Oh, ist ja... Ah. Junge, tu nicht so, als hättest du nichts gesehen. Wir müssen sie auf Schmiedes und die Lyra versteckt halten. Schau besser nach. Gerne machen. Blitz. Ich hab gehört, den töte ich. Was? Du hast so wenig Schaden bekommen. Echt wenig Schaden hier drin. Blitz. Ich finde es ein bisschen doof, dass die einmal so ein Kopf sind und weitergeht auf. Oh, Beute mit Drachen. Das ist alles. Goldener Schrottgegenstände sind immer gut. Oh, ein Schlitz. Oh, super. One-Shot. Nice. Ich höre jetzt wieder das Ende. Ich will fighten. Ich weiß ja noch nicht, ob ich noch fallen soll. Oh, da ist noch einer. Oh, den Göttern sei Dank, ich bin gerettet. Die furchtbaren Gauner haben mich erpresst. Das bezweifle ich. Wenn man mal schon mal da ist, ne? Was war das für einer? Wo will... Ah, jetzt ist er stehen geblieben. Diese Malakas verdienen es nicht anders. Haben sie dich gezwungen, Praxillas Lyra zu stehlen? Nein. Sie gaben mir nur das nötige Selbstbewusstsein. Wir tranken und beschwerten uns über das Lyrikfest. Und dann erwähnte ich, dass Praxilla meine Mutter ist. Was? Sie ist deine Mutter? Ja. Sie verließ mich und meinen Vater, als ich noch ein Kind war. Irgendetwas von wegen dem Schicksal folgen und wandernde Poetin werden. Mein Vater, Achaikos, baute diese Lyra als Hochzeitsgeschenk. Sie liebte die Lyra mehr als uns. Ich wollte nur, dass sie sich so fühlt wie wir, als sie uns verließ. Praxilla wurde die Kunst in die Wiege gelegt. Sie musste ihren eigenen Weg gehen. Daran hätte sie denken sollen, bevor sie eine Familie gründete. Ich wünschte, mein Vater hätte ihr diese Lyra nie gebaut. Apropos Lyra. Ich weiß, du hast sie. Malakka. Ich habe sie. Aber sie ist beschädigt. Warte, bevor du gehst, brauche ich noch deinen Rat. Soll ich mit Praxilla sprechen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alter. Geh du doch mit ihr. Geh, das ist nicht wert. Ach komm. Sag Praxilla, wer du bist. Sprich mit ihr. Vielleicht vermisst sie dich und weiß nicht, wie sie auf dich zukommen soll. Das bezweifle ich. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Mein Vater, meine Mutter... Deine Freunde. Bitte sag Praxilla nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht. Wie viel zahlst du, damit ich nichts sage? Wo ist er? Nee, ich hab nicht gerufen. Ah, wunderbar. Fließende Bewegung. Gehen wir mal zurück und bringen die Lyra zurück. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer noch nicht vorbei sein wird. Es sammelt so viel Holz ein, aber verhältnisweise zu allem anderen haben wir trotzdem echt wenig davon. Ernsthaft,
Seed Edge statt. Okay. Ah! Oh, gerade so noch. Sogar 14. Nice. Das ist geil. Bin schon ein bisschen neidisch auf. Ich habe deine Lyra, allerdings nicht in einem Stück. Danke. Oh, Achaikos, was für Ärger hast du dir da wieder eingehandelt? Moment. Sie hat das gerade so gesagt, als wüsste sie, dass er ihr Sohn ist. Interessant. Ah, Cassandra, Schrecken der Diebe. Du hast mir Achaikos zurückgebracht, danke. Doch ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich soll die Lyra reparieren? Scharfsinnig bist du also auch. Sieh, das Holz ist weich, der Körper gesplittert. Sie ist stumpf und tonlos. Wie kann man sie noch retten? Kreuzes veranstaltet dieses Fest seit Jahren. Die Stadt wurde ums Fest herum aufgebaut. Und da Instrumente so zerbrechlich wie ein Dichterherz sind, gibt es im Hafen von Kreuzes eine meisterliche Lyrabauerin. Das ist nicht weit weg. Und weil wir nun wissen, dass auf diesen Hügeln nichts sicher ist, brauche ich einen verlässlichen Geleitschutz. Natürlich. Ich werde dich dorthin begleiten. Die Reise wird sich für dich lohnen. Nun komm. Ich bin direkt hinter dir. Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sah, wie der Hafen zu einer Stadt mitkommt. Und ein kleines Treffen unter Freunden zu einem riesigen Fest wurde. Meine wahre Heimat. Deine wahre Liebe ist eine Lyra und deine Heimat ein Lyrikfest? Wolltest du dich nie irgendwo niederlassen? Oh, süße Unschuld. Mein Leben ist nicht so leicht, wie du es darstellst. Ich bin wie Zephyros. Ich muss frei sein. Das habe ich auf schmerzliche Weise erfahren. Du denkst also nur an dich selbst. Was ist der Sinn darin, sein Leben nur für andere zu leben? Dann bist du nichts als ein Sklave. Ein treues Tier. Doch du verletzt andere. Hätte ich das traditionelle, heimische Leben geführt, das man von mir erwartet hat, wäre ich längst verdirbt, innerlich gestorben. Oder ich hätte mich ins Meer gestürzt. Ich weiß, was ich brauche. Das Fest hier ist wesentlich zwangloser als viele andere, auf denen ich war. Ja, Dionysos beanspruchte unsere Opfergaben an Apollon für sich und entlohnte uns mit Ekstase. Ich kann verstehen, warum es Besucher von nah und fern anlockt. Verstehe mich nicht falsch. Sie hat wohl zu viel geredet. Das ist echt schwierig. Timücha, wo bist du? Wer macht dir so einen verdammten Lärm? Oh, der süße Geruch der See überdeckt fast, wie du stinkst, Timücha. Praxilla, ich sammle schon die ganze Woche Obst, um dich damit zu bewerfen. Ein Kompliment. Ich brauche deine Hilfe bei Achaikos. Eine Idiotin hat sie entführt. Sie braucht einen neuen Hals. Diese Idiotin? Okay. Leider begegneten wir heute schon einigen Idioten. Ich brauchte Unterstützung, um Achaikos zurückzubekommen. Nun leistet sie mir Gesellschaft. Nun gut, gib sie her. Oh, böse zugerichtet. Du bekommst sie doch wieder hin. Natürlich. Hände wie meine findest du nirgendwo außerhalb Athens. Das Problem ist, dass Achaikos ein besonderer Fall ist. Ich habe Materialien, aber keine, die gut genug für sie wären. Was für Materialien brauchst du? Für den Hals habe ich, was ich brauche. Aber die Saiten und die Querstange sind herausgebrochen und durch den Hohlkörper geht ein Riss. Der müsste auch ausgetauscht werden. Wonach genau soll ich suchen? Einige nutzen Knochen für Querstange und Hals, aber nichts eignet sich besser als Holz. Für die Saiten brauchen wir Darm und für den Hohlkörper eine Muschel. Diese Saiten sehen mir aber nicht nach Darm aus. Doch, doch, er wird eingelegt und dünn gezogen. Du erlegst dich ja gern, legendäre Bestien, um Achaikos zum Singen zu bringen. Gibt es nicht auch Lyrakörper aus Schildkrötenpanzern? An dieser Küste gibt es nicht viele Schildkröten. Eine feste Muschel sollte genügen. Was ist eine Querstange und mit welchem Holz willst du sie austauschen? Auf der Querstange werden alle Saiten der Lyra befestigt. Richtig, damit sie biegsam ist, brauchen wir elastisches Holz. Da sind wir uns wohl alle einig.
Ich bringe die Materialien, um Archaikos zu reparieren. Moment. Die Wolfsinner. Ich habe keinen Stand. Muss ich irgendwie. Wieso ist das jetzt wieder alles? Egal. Sind Wolfsinner rein das einzige, was mir noch fehlt? Das ist ja das eine. Kann ich noch nicht machen. Okay, also ist das eine passive Sache. Wolltest du da reinfinden? Ja, toll. Und, ja. Ja, das Gebiet habe ich erkundet. Um es mal kurz zu zeigen. Bin schon ein bisschen stolz drauf. Mal kurz schauen, ob das dort die zwei letzten waren, wo ich das jetzt mache. Sehr schön, dass das hier angezeigt wird. Es gibt bestimmt auch einen Erfolg, dass man hier alles in Blau oder alles in Rot hinbekommt. Stelle ich mir auch echt anstrengend vor. So, ja gut, dann machen wir halt die zwei hier. Geht wohl nicht anders. Schade. Aber wann töte ich denn schon Wölfe?